Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. In der letzten Folge haben wir mit Isaac gespielt, haben leider nichts freigeschalten, macht uns aber auch nichts, denn heute machen wir mal eine Challenge aus diesem Epic Battle Fantasy Mod Teil. Und wir haben bisher die 666 Challenge gemacht, die wir in 6 Minuten oder so geschafft haben. Und, jo, ich weiß nicht, wir nehmen einfach mal irgendeine. Ach, guck mal, die letzten wurden gar nicht erst bearbeitet, oder wie? Slow Wall, Computer Savvy und so sind alle dieselben. Das sieht anders aus. Gott. Was steht da? Gott. Keine Ahnung. The Family Man kennen wir auch. Glass Cannon. Black Death. Das klingt doch gut. Der schwarze Tod. Das machen wir. Challenge 9. Ja, ich will. Oh Gott, nein. Oh nein. Was haben wir denn so? Okay, wir haben einmal den Rotten Head, dann haben wir das Bob's Brain. Dann haben wir noch eine Toot-on-Touch-Bohne, so wie es aussieht. Und als Trinket noch das Pinky Eye, oder wie das Ding heißt. Das wäre also... Na, das wird ja geil. Dass wir also Giftschaden machen. Oh Gott. Und sonst nix. Okay. Oder? Was ist da? Wir haben noch irgendeine Fliege. Ah! Oh, wir haben... Wie heißt das? Mulligan. Ah, das ist cool. Mulligan ist natürlich gut. Dann produzieren wir nämlich Fliegen, sobald wir Gegner treffen. Okay, das ist toll. Mulligan mag ich. Ja, und jetzt spielen wir halt jeden zweiten Tag mal hier so eine Challenge von den ganzen, die es hier so gibt. In dieser Mod. Und dann ist das witzig. Bin ich mal gespannt, was da noch für Challenges kommen. Wir schalten zwar nichts frei, aber man muss ja nicht immer was freischalten. Die Challenges mache ich jetzt nur, weil, ja, Spaß halt. Spaß machen. Und ich habe mir jetzt so überlegt, dass wir das halt jeden zweiten Tag machen. Und dann kommt so ein bisschen Abwechslung mal wieder rein. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube das schon. Und endlich mal wieder neue Challenges. Das freut mich. So, was haben wir hier? Einfach ein Pilz. Oh, super. Isaac, hast Pillen gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Aber so wie er aussieht, hat er schon einige Pillen zu sich genommen. Nicht nur diese eine. So, und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es goldene Räume gibt. Es ist eine Challenge. Oh, in den meisten Challenges gibt es ja keine goldenen Räume. Und ich weiß noch nicht, wie weit es geht und habe auch sonst keine anderen Informationen zu dieser Challenge. Aber wir schauen einfach mal. Ich gucke einfach mal, ob ich irgendwie einen goldenen Raum finde. Dann haben wir Gewissheit. Wenn nicht, dann müssen wir auch gar nicht erst so weit suchen in den nächsten Ebenen. Aber in der ersten Ebene... Ne, okay. Es gibt also keine goldenen Räume. Nur Shops und halt die Items, die wir haben. Ja, okay. Goldene Räume-Items würden auch den Run irgendwie zerstören. Die Challenge an sich. Das ist also gut, dass es keine gibt. So. Und irgendwie bin ich ganz froh über Bob's Brain gerade. Macht ja doch guten Schaden. Kriegen noch HP ab. Finde ich auch gut. Und okay. Ich habe übrigens jetzt Epic Battle Fantasy gespielt, nachdem ich das jetzt vorgestern in der Mod vorgestellt hatte. Und ich muss sagen, das macht schon ganz schön viel Spaß. Und es ist tatsächlich so ein bisschen wie die alten Final Fantasy Teile. Heißt also, dein Team steht links, das gegnerische Team steht rechts. Und dann kämpft man halt. Muss dann halt Attacke auswählen und dann welchen Gegner man angreift und so. Das kennt ihr bestimmt, so Roleplay Game-mäßig halt. RPG-mäßig. Finde ich ganz witzig. Habe ich dann tatsächlich gestern für 5 Stunden gespielt. Tja. Kann ich empfehlen. Macht auf jeden Fall Spaß. So, und die Story dahinter ist auch total witzig gemacht. Könnte ich eigentlich auch mal vorstellen. Aber ich weiß nicht, bei RPGs ist das immer so komisch, die zu Let's Playen. Aber einmal angespielt, könnte man das schon machen. Egal, wir besiegen jetzt auf jeden Fall erstmal den Gegner, von dem ich den Namen nicht weiß. Ja, so heißt der. Den Gegner, von dem der Name, der nicht ausgesprochen werden darf. So, hi. Hallo Bombe. Hi. Wir brauchen eigentlich gar keine Bomben, weil wir den Rotten Head haben. Damit können wir eigentlich auch mal die Kiste hier aufsprengen. Mit noch einer Bombe drin. Cool. Cool. Oh Gott. Das war nicht cool. Wieso explodiert er einfach?
Immer diese Selbstmordattentäter. So. Close Bob Swain. Sehr gut. Bob Swain hat's drauf. Auch wenn er uns jetzt schon zweimal wehgetan hat. Noch eine Bombe. Muss man aber echt immer aufpassen. Guck mal, jetzt haben wir wieder Bob Swain. Jetzt dürfen wir nicht einfach so angreifen, sondern müssen das geschickt angehen. Wir müssen jetzt ein bisschen schlauer an die ganzen Gegner mal rangehen. Guck mal, da ist sogar ein blauer Stein. Das finde ich ganz cool. So, vielleicht treffen wir sogar einen. Jo, perfekt. Pam. Schlüssel haben wir auch genug. Wir können sowieso nicht die Schlüssel benutzen für... Für... Na komm, sag schon. Für goldene Räume. Deswegen können wir die eigentlich für alles Mögliche einsetzen. Aber vor allem für den Shop. Oh, die Stopwatch. Oh. Okay, wir brauchen Geld. Wo kriegen wir denn jetzt Geld her? Okay. Da war eine Münze. Die nehme ich mit. Gut, wir müssen Geld bekommen. 7 Münzen fehlen uns noch. Geheimraum haben wir. Da war leider kein Geld drin, soweit ich... Ach was, die sieht auch anders aus. Aha. Yo! Cricket's Head! Aber wenn ich die Dead Cat jetzt mitnehme, dann habe ich keine Leben mehr. Ja doch, ich habe ja dann 9 Leben. Oh, ich nehme sie mit. Ich nehme sie mit. A Taste of Immortality. Gut, wir wissen... Nee. Hä? Ich wollte gerade den Trick einsetzen, den wir beim... Oh Gott. Den wir mit The Lost gemacht haben, aber das bringt uns ja gar nichts. Weil wir haben ja sowieso mehr als ein Leben. Ich wollte langsam rausgehen, damit wir draußen spawnen, aber wir sterben ja gar nicht von einmal getroffen werden. So, egal, jetzt haben wir halt nur noch ein halbes Leben. Haben leider nicht genug Geld für die Stopwatch, was ich blöd finde. Dann nehmen wir halt hier das Herz mit. Oder ist da vielleicht Geld drin? Nee. Okay, schade. Eine Stopwatch wäre eigentlich ganz cool gewesen. Aber gut. Aber okay, es ist okay. Dafür haben wir gute Zeit gefunden, machen also tierischen Schaden. Tierisch. Was? Hä? Ach, da war eine Fliege. Ach, shit. Okay, go Rotten Head. Okay, so war das nicht geplant. So war das überhaupt nicht geplant. Oh Gott. Macht er einen ganzen Schaden, wenn er trifft? Ich hoffe nicht. Ich hoffe doch nicht. Hilfe. Los, danke. Okay, zumindest ein Damage-Up nochmal. Und Krampus, natürlich Krampus. So. Bob Swain, danke. Gott. Fliegt halt noch später los. Okay, dann haben wir ja alles außer den Supergeheimraum. Ich weiß nicht, ob wir wirklich nach dem suchen sollten. Allerdings haben wir... Oh nein, da kann er gar nicht sein. Oh nein, warum gucke ich danach? Das auch nicht. Da kann er auch nicht sein. Wo denn dann? Hier links? Gut, da ist er höchstwahrscheinlich. Yep, mit Geld. Nee, noch ein Gabi-Item? Auch nicht. Ein paar Pillen. Are you a Wizard? Und Health Up. Okay. Immerhin hat sich gelohnt, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Und das war nur dieses Flat. Ja, genau. Flatworm. Dadurch fliegen... Dadurch sind die Tränen so komisch flatartig. Yay, High Flat. Crystal Case war ich nämlich noch gar nicht. Im Spiel an sich. Oh nein, wir haben noch diesen Effekt. Oh nein, warum? Ich hasse diesen Effekt. Diesen Are You a Wizard Effekt, der ist echt schlimm. Naja, gut, dass wir Bob Swain haben. Kann der wenigstens was machen. Oder auch nicht. The Devil. Hab, geh auf. Oh, ich wollte extra Abstand halten, damit uns Bob Swain nicht trifft und er ist es trotzdem getroffen. Oh nein, unser erstes Leben ist weg. Oh nö. Das Geld sammeln wir trotzdem ein. Schade, damit ist dann auch unser Lebensupgrade weg, das wir eben erst gefunden hatten. Menno. Toll. Jetzt können wir da auch nicht rein, weil wir dann sterben würden. Es sei denn, wir würden halt irgendwie... Wow. Okay, Bob Swain wird jetzt richtig schlimm für uns. Oh nein. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Oh nee. Oh nee, oh nee. Bitte lass mich leben. Oh. Okay. Vielleicht wird die Challenge jetzt doch ein bisschen schwerer. Ich habe sie mir schwerer gemacht, als sie eigentlich sein müsste. Komm schon, blaues Herz. Nein. Ich brauche blaue Herzen. Oh, oh, oh. Muss ich mich ja jetzt doch anstrengen? Och, Mano. Ich will mich nicht anstrengen.
Welche Challenge war das jetzt nochmal? Die siebte? Achte? Nein! Ich bin so blöd! Oh Gott! Meine ganzen Leben! Okay. Wir müssen... Na, was? Na toll. Wir müssen eigentlich nur darauf achten, dass uns Bob's Bane nicht tötet. Nur. So, okay. Ein blaues... Herz. Die... Kerze wäre auch ganz cool. Ich nehme einfach mal das blaue Herz mit. Jetzt könnten wir theoretisch in den Stachelraum rein und hoffen, dass wir da irgendwas Gutes bekommen. Aber dann hätten wir wieder nur ein halbes Leben. Und das ist wieder schlecht. Von daher kriegen wir hier Joker. Okay, schauen wir mal rein. Okay, bitte ein schwarzes Herz oder sowas. Pandoras Box. Blaue Herzen, sehr gut. Und Spinnies. Pandoras Box. Was macht das denn? Ach, guck mal. Jetzt können wir sogar hier die Dinger nutzen. Wir sind in Caves 1. Hier würden wir also... Caves 1? Hä? Warte. Base 1, zwei blaue Herzen. Base 2, zwei Dinger und zwei das. Caves 1, einmal Boss? Okay, nehmen wir das mit bis die Tiefen 1. Da würden wir vier blaue Herzen bekommen. Hä? Womp 1? Zwei Bosse? Hä? Ich habe keine Ahnung, was die ganzen Zeichen bedeuten sollen. Auch bei der Kathedrale oder Sheol. Also dieser Totenköpf müsste ja eigentlich Bossraum sein. Aber wieso Womp 2? Zwei Bossräume? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Auf jeden Fall setzen wir das einfach in Caves 1 ein. Dann kriegen wir ein paar blaue Herzen. So. Okay, und davor gehen wir jetzt einfach nochmal kurz in den Stachelraum. Und freuen uns, wenn da was Gutes drin ist. Nee. Okay. So, warte, wann? Caves? Ne, Depths 1. Okay. Merken. Wir können es auch schon in der nächsten Ebene einsetzen. Da würden wir dann immerhin auch zum Boss wahrscheinlich teleportiert werden und zwei blaue Herzen bekommen. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Auf jeden Fall kriegen wir hier einen Cube of Meat, was ich sehr schön finde. Wir müssen dafür nur ihn kurz besiegen. Aber das sollte kein Problem sein, denn wir sind Isaac oder so. Wir haben die Pest. Und jeder weiß, mit der Pest kann man alles besiegen. So, sehr schön. Cube of Meat und kein blauer Stein. Ich sehe auf jeden Fall keinen. Ich weiß nicht, was diese blauen Dinger da sein sollen. Also was sie im normalen Spiel darstellen sollen. Crystal Caves 2. Oh Gott. Oh, geht weg. Bob's Wayne, go. Ah, war so klar, dass uns Bob's Wayne wieder wehtut. Es tut uns immer weh. Vor allem, wenn halt Gegner einen verfolgen, dann ist Bob's Wayne echt das Schlimmste, was man haben kann. Kann man gar nichts machen und muss sich quasi selber... Oh nein, schon wieder. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Was sind denn das für Räume? Und wir müssen halt nochmal rein. Devil! Mehr Schaden! Gut. Tschüss. Ich laufe ja einfach durch und hoffe, dass ich nicht getroffen werde. Oh nein, das schaffen wir nicht. Das Schlimme ist, ich sehe diese ganzen X auf dem Boden nicht. Kannst du vergessen, die sind zu schnell. Die sind einfach zu schnell. Kane's Eye. Hä? Ja, und wo ist Kane's Eye jetzt? Was macht denn Kane's Eye? Warte, was? Okay, schauen wir mal. Da. Nee, das Inner Eye ist nicht Kane's Eye. Kane's Eye. Gibt's. Aha. Dann sieht man, wo was auf der Map ist, mit einer 25%igen Wahrscheinlichkeit. Nee, dann nehmen wir lieber unseren Dings hier mit. Setzen das einfach mal ein, damit wir noch ein blaues Herz bekommen. Und dann beenden wir jetzt diesen Raum hier. Oh Gott, man bleibt überall hängen und man sieht diese Löcher halt nicht im Boden. Also ich sehe sie zumindest nicht. So richtig schlecht. Okay, vielleicht hätten wir die auch mit dem Cube of Meat lieber besiegen sollen. Ach, und jetzt verlieren wir gar kein Leben, oder wie? Ist klar. Ist klar. Dann, wenn wir ganz viele blaue Herzen haben, dann verlieren wir keine Leben mehr.
Jo, zweites Katzen-Item. Okay, ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Aber da haben wir jetzt richtig viele Leben verloren. Wieder in einen einzigen blöden Raum. Das ist unglaublich. So. Wir hätten das Katzen-Item von Anfang an nicht mitnehmen sollen. Ist er denn, wir werden Gabi? Dann war das natürlich eine gute Entscheidung. Oh Gott, geh weg von mir. Blödes Auge. Oh nee. Jetzt stirb schon. So, als wenn wir einen weißen Gürtel hätten. So, The Empress wird uns nochmal stärker machen, okay. Naja, zwei Leben haben wir noch. Wir leben noch. Oh nein. Aber nicht mehr lange. Bombis. Oh nein. Und jetzt haben wir halt Pandoras Box nicht mehr. Eigentlich wollte ich das erst in der nächsten Ebene einsetzen. Hm. Naja. Tuck, tuck und tuck, tuck, tuck. Solange uns Bob Swain nicht wehtut. Oh Gott, zum Glück ist Bob Swain eben nicht losgegangen. Das hätte schlimm ausgehen können. So. Geh mal weg, danke. Oh nein, Bob Swain ist wieder da. Was sollen wir tun? Okay, haben wir überlebt. Wir haben den Bombenanschlag von Bob Swain überlebt. Sehr gut. Kriegen wir nur Geld. Okay, könnten wir auf jeden Fall nochmal in den Shop... Nein! Du sollst bei den Schlüssel nicht nehmen. In den Shop reingucken. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber wir haben jetzt gar kein Space-Item mehr. Okay, das ist schlecht. Das ist schlecht. Bräuchte ein neues Space-Item mal irgendwie. So, I can see forever. Haben wir schon eingesetzt in dieser Ebene. Okay, wollen wir den einen Typen jetzt noch Schlüssel geben? Ich meine, wir brauchen das sonst für nix. Ja, komm. Hier, nimm alle unsere Schlüssel und gib uns bitte ein Lebensupgrade oder so. Okay. Okay, zumindest Geld. Finde ich gut. Ist gar nicht so schlecht. Und er hat uns sogar noch ein blaues Leben gegeben. Range Down ist nicht weiter tragisch, finde ich. So. Okay. Nicht cool. Warum ist der Shop jetzt eigentlich nicht offen? Obwohl wir von der einen Seite eigentlich drinne waren. Drinne waren Hilfe. Los, Bob Swain. Stirb. Danke. Puh. Gut, dass die nicht so schnell waren. Wir bräuchten irgendwie mal ein drittes Gabi-Item. Nein, wir bräuchten einen Schlüssel. Okay, das ist zumindest ein blauer Stein. Den holen wir uns. Das Geld. Oh, ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade schon, ich hätte das nicht freigesprengt. Naja, egal. So, Gürdi. Natürlich Gürdi. Na toll. Na super. Na super. Das Blöde ist, wir dürfen nicht über ihn stehen, weil Bob Swain uns dann treffen würde. Naja, besiegen wir ihn halt so. Auf die normale Art und Weise. Okay, haben es sogar geschafft, ohne Leben zu verlieren. Lebensupgrade finde ich gut. Leider kein Devil Deal oder so. Macht aber an sich auch nichts. Und ab in die nächste Ebene. Wir haben noch eine I Can See Forever Pille. Für den Boss Rush sieht das eher schlecht aus, würde ich sagen. Grey I Can See Forever einfach mal einsetzen. Was haben wir hier? Rote Kiste hätte ich sofort mitgenommen. Oh Gott. Das ist voll blöd, wenn man Bob's Brain hat und immer aufpassen muss, dass man sich nicht selber trifft. Okay, aber wenigstens ist unser Schaden anscheinend ziemlich hoch. Noch eine Bombe. So. Okay, wenigstens geht es mit unserem Leben wieder aufwärts. So. Immerhin. Oh Gott. Ich bin so dämlich. Das ist unglaublich. Ich kann sowas von nicht mit Bob Swain umgehen. Es tut mir leid. Es tut mir richtig leid. Okay. Tour of Hearts. Ist jetzt nicht so ganz cool. Purity.
Okay, wenn wir gleich mal irgendwann wieder einen Kurs haben sollten, dann können wir das mal einsetzen. Tourfahrts brauchen wir sowieso nicht. Oh Gott. Okay, Bob Swain ist gerade nicht da. Wir können das ausnutzen. Gut, zumindest einen Schlüssel. Hatten wir hier noch irgendwo eine. Eine. Na, sag eine Kiste? Nee, ne? Ich denke nicht. Okay, schnell, 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 schnell. Nee, schaffen wir nicht. Challenge ab. Ja. Nehme ich mal mit. Jetzt kommen stärkere Gegner. Und stärkere Gegner bedeutet aber auch. Also erstens klingt das ja nicht gut. Aber es bedeutet auch, dass wir. Hilfe. Hilfe. Oh nee. Ah. Dass wir öfter Sachen gedroppt bekommen. Weil stärkere Gegner halt bessere Sachen droppen. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Da könnten natürlich auch blaue Herzen so rauskommen. Die machen zwar einen Schaden, aber. Könnte sich trotzdem gut lohnen. Oh Gott, geh weg, du. Bitte nicht, Hilfe. Oh mein Gott. Dass zwei dieser blöden Spinnen mir so viel Schaden machen würden, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ein Angel, 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 Angel Deal. Komm her. Oh, danke. Wollen wir den besiegen? Ja, komm. Besiegen wir den. Angel Deals sind immer gut. Okay. Ach, guck mal, wir haben sogar immer noch diesen Poison-Schaden. Auch ohne das Trinket. Okay. Geh mal ein bisschen weiter weg von uns, danke. Wie? Bob Swain hat nicht getroffen. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Oh, der hat so viele Leben. Ah! Jetzt mach dein Laser! Dann halt nicht. Besiege ich dich halt so. Oder auch nicht. Oh, dann tatsächlich noch getroffen. Ich glaube das ja nicht. Gibt uns ein blödes Schlüsselteil. Das habe ich mir jetzt aber verdient. So, wir müssten noch eigentlich in den Shop. Mit so viel Geld. Auf jeden Fall. Okay. Oh nein. Okay, alles gut. Haben wir gut überstanden. Kriegen sogar noch eine Münze umsonst. Sonst nix. Wo ist der Shop? Wo ist der Shop? Oh wow. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie schlecht ich heute spiele. Zu meiner Verteidigung kann ich wieder sagen, ich bin übermüdet, weil ich erst um 8 zu Bett gegangen bin. Ich bin auch erst um 15 Uhr wieder aufgestanden. Aber gut, das ist ja mein eigenes Problem. Sehr schön. Eventuell eine Devil Deal, eine Joker-Karte. Nee, Two of Clubs. Okay. Kann man machen. Huhuhu. Ich will doch nur in den Shop. Wo ist denn der jetzt? Der kann doch nicht so weit weg sein. Hier muss. Ja, gut. Hätte mich auch gewundert, wenn er da jetzt nicht ist. So, noch eine Kiste. Leider nichts Gutes drin. Und wieso glitscht das Geld da über dem Boden? Das finde ich nicht nett. PhD. PhD nehmen wir auf jeden Fall mit. Sind die Pillen wenigstens nicht schlecht? Eine Heatherpille finde ich auch gut. Tiersab natürlich auch. Okay, wir könnten uns noch einen Schlüssel kaufen, was wir auch tun werden. Und zum. Hier ist schon wieder das Jar. Den hatten wir doch eben auch erst im letzten Shop. Naja. Ich sag mal nix. So, wir waren in beiden Geheimräumen, soweit ich das sehe. Was kriegen wir hier noch? Justice. Okay. Nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Und dann sind wir hier auch durch. Im Supergeheimraum waren wir drin. Okay, dann mal ab in die Marmebene, würde ich sagen. Ja, die Zeit ist weg, das war klar. Wir haben eben viel zu viel Zeit in der Ebene gelassen. Waste? Was? Waste Disposal? Waste Disposal Plant?
Okay, was auch immer. Oh, das wusste ich natürlich, dass er da ist. Auf jeden Fall. So, guck mal, wir können da jetzt schon reingehen. Warum das denn? Obwohl noch Gegner hier sind, okay. Das habe ich aber anders in Erinnerung. So. Ach, natürlich Greed. Ich brauche auch Geld, haha. Na, solange er nicht im Shop ist, ist ja alles okay. Solange er nur im Geheimraum ist. Okay. Ist das nicht unser zweiter Steam Sale jetzt schon? Nee. Ich dachte, wir hätten schon einen. Na gut, dann nicht. So. Wir haben leider nur zwei Schlüssel. Jetzt. Oh, wir können fliegen. Okay, nice. Fliegen ist immer gut. So, jetzt fehlt uns ein Schlüssel. Genau, ein Schlüssel fehlt uns. Dann können wir in den einen Raum da rechts reingehen. In diesen Doppelschlüsselraum. So. Sehr gut. Okay, aber fliegen hilft uns schon mal sehr weit. Sehr viel weiter. Oh Gott, ich will keine Leben verlieren. Hilfe! Aber so schwer scheint die Challenge ja dann gar nicht zu sein. Aber der Moddersteller meint halt... ich tue mir halt echt die ganze Zeit nur weh mit diesem Bob's Brain. Der Moddersteller meinte auch, die Challenges seien nicht wirklich schwer. Dafür sollen sie aber Spaß machen. Und ja, Challenges machen ja an sich immer Spaß. Aber ein bisschen Challenging sollen die ja auch. Und mit Bob's Brain hat er mir auf jeden Fall eine Challenge auferlegt. So, wir können leider unseren Bug oder Glitch hier nicht einsetzen, den wir sonst immer machen. Weil wir Bob's Brain haben und das sonst wehtun würde. Und ich will mir nicht wehtun. So, Flieg und Sieg. Ah. Flieg und Sieg. Flieg und Sieg. Ah, komm schon, treff doch mal irgendwas. Okay, er lässt uns die Wahl. Ne, ich weiß gar nicht, vielleicht lässt uns nicht die Wahl. Wir nehmen einfach mal erstmal das Polaroid mit. Kriegen noch zwei Lebens-Upgrades. Okay, finde ich gut. Besiegen wir den noch kurz. Der Blaue hat meines Wissens nicht so viele Leben. Auf jeden Fall nicht so viele wie der Rote. Der Rote hat echt am meisten. So. Zweites Schlüsselkey. Den Goathead. Finde ich gut. Bringt zwar jetzt nicht mehr so viel, weil wir sowieso nur noch ein Devil Deal bekommen, beziehungsweise Angel Deal. Höchstwahrscheinlich Angel Deal. Aber überhin. Können wir trotzdem mal mitnehmen. Okay. Rote Kiste. Nein, wir haben auch keine Schlüssel. Schade. Okay. Haben wir einen Curse? Nee. Wieso kriegen wir die ganze Zeit keinen Curse? Ist ja voll doof. Dann nehme ich schon Daggers die ganze Zeit mit und dann... Wow. Dann kriegen wir keinen Curse. Okay, das ist ein ziemlich einfacher Boss. Wow, okay. Weiß auch immer. Noch ein Leben... Okay, wieso kriegen wir so viele Lebensupgrades? Noch eins. Okay, wir haben gleich wieder richtig viele Leben. Und da haben wir wieder unser Buch des Blablablub. Nehme ich einfach mal mit. Ist nämlich ein bisschen mehr Schaden. Finde ich gut. Das kenne ich jetzt sogar. Dieses Item. Also aus dem Originalspiel. Epic Battle Fantasy. Da hat das nämlich der Matt. Ja, wir haben Matt ja auch bei der Mod-Vorstellung gespielt. Und der hat so ein ganz großes Schwert. Deswegen passt das. Jetzt verstehe ich den Mod viel mehr als davor. Yay. Keine Ahnung, warum ich da rausgegangen bin. War eigentlich unnötig. Und der macht häufig Schaden, dieser Matt. Das ist sogar mein bester Charakter, den ich in meinem Team habe, bei dem Spiel. Der ist echt cool. Und witzig drauf. So. Ah, wieso haben wir so viele Leben und warum haben wir keine Schlüssel? So, komm her, da, eine Bombe für dich. Du bist zu fett für hier. Du kommst hier nicht durch. You shall not pass. Toll.
Ach stimmt, wir haben Gabis Tail, deswegen kommen so viele Kisten. Allerdings nicht die Kisten, die wir haben wollen. Also doch, klar, aber wir brauchen Schlüssel. Wir brauchen erstmal Schlüssel, bevor wir Kisten öffnen können. Ach Gott, okay, das machen wir mit dem Cube of Meat. Ich glaube, das ist eine bessere Variante. Eventuell einen Schlüssel? Nö. Aber wir haben doch einen goldenen Schlüssel dabei. Warum kann man damit nicht alles öffnen? Unfair. Au. Wie wir halt so gar keinen Schaden haben. Gut, immerhin ein Schlüssel. Jetzt ist die Frage. Ne, wir machen einfach die goldene Truhe hier auf. Hat sich nicht gelohnt. Wir könnten auch in der Arcade ein bisschen rumspielen. Und ein paar... Hilfe. Ein paar Schlüssel uns da holen. Also die Möglichkeit ist da. Gut, dankeschön. Ja, komm, machen wir. Eventuell kriegen wir ja ein paar Schlüssel. Okay, zumindest ein. Gut, explodieren wir ihn halt. Mir doch egal. So, dann dich auch noch weg. Wieder nur eine Münze, aber wir können immerhin die goldene Truhe hier öffnen. Wo noch ein Schlüssel drin ist. Okay. Ja, das Blöde ist halt, dass wir nicht genug Schlüssel haben jetzt für die Chest. Die gute alte Chest. Oh, wird die groß. Guckt euch das mal an. Man sieht richtig, wie die wachsen. Nice. Nice, 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 nice. Ich habe eine Challenge für dich. In Isaac. Okay, ich mache gerade eine Challenge, aber danke. Pow. Bringt uns nix. Oha. Und wir haben wieder keine... Oh, aber wir haben genau 55 Münzen. Okay, wir werden keine Münzen mehr einsammeln, weil 5 ist meine Glückszahl, also ist 55 sehr cool. So. Okay, irgendwie ist der Steam-Sound gerade richtig laut. Hä, habe ich meine Sounds verändert? Weiß ich nicht. Eigentlich war der nicht so laut. So, du auch noch weg. Sehr gut. Noch. Naja, ich wollte keine Münzen mehr einsammeln. Nein, meine 55. Jetzt haben wir verloren. Jetzt können wir gar nicht mehr gewinnen. Ohne die Zahl 55. Wie soll ich das jetzt. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Erstmal verhaspeln. So. Hör auf zu springen. Hör auf, deine komischen Augen auf mich aufzuhetzen. Ich mag deine Augen nicht. Naja. Gut. Eventuell war der Boss hier irgendwo. Wäre eigentlich ganz cool. Oh Gott, ich habe Angst vor unserem Bob Sprain. Okay. So, erstmal wieder sicher für 20 Sekunden, bis Bob Sprain halt wieder da ist. Jetzt schnell alles töten, bevor es uns wieder trifft. Boah, das waren aber keine 20 Sekunden, oder? Wenn man auf Bob Sprain wartet, dann dauert das immer richtig lang. Und wenn man ihn nicht haben will, dann kommt er einfach viel zu schnell. Immer. Immer. So, hallo Trollbombe. Tschüss Trollbombe. Hallo Shop, in den wir nicht rein können. Ist er denn, wir finden eventuell noch irgendwo einen Schlüssel. Ich bezweifle es aber gerade so ein bisschen. Hi. Ich kann fliegen. Hallo. Gut. Wieder eine goldene Truhe. Wir bräuchten eigentlich rote Truhen. Oh, das wäre richtig awesome, wenn man Gabby's Tail, wie wir es jetzt haben, und die Left Hand hätte.
Dann würden nur noch rote Kisten spawnen. Oh, das wäre cool. Dann wären wir auf jeden Fall Gabi geworden. Aber so gerade eher nicht. Achso, wir sollten vielleicht mal unser Dings hier einsetzen. Wir schärfen unsere Tränen. Wie auch immer das gehen soll. So. Oh Gott. Komm her. Komm her, ich besieg dich mit Bob's Brain. Oh Gott. Hilfe. Oh, sind wir schnell genug? Oh Gott. Okay, gerade so. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich der Laser. Nee. Okay, wie auch immer ich dem gerade ausgewichen bin. Okay. Ach, schon geschafft. Weiter müssen wir gar nicht. Yay. Man muss nur Mams Herz besiegen. Ja, Mams Herz besiegen. Wir haben die Challenge geschafft. Welche war das jetzt? Black Death. Ja, die 9. Gut, dann haben wir schon die 666. und die 9. Schön, oder? Finde ich auch. Okay, ja. Dann würde ich sagen, jeden zweiten Tag eine neue Challenge. Ich weiß, ist die hier jetzt anders? Slow Wall oder ist die so wie vorher? Ne, die ist so wie vorher. Okay, also die, die den gleichen Namen haben, die sind auch noch so wie vorher. Das heißt, die letzten hier hat er alle gar nicht verändert. Außer den allerletzten. Können wir mal reingucken. Das ist ja eigentlich diese Purest Challenge. Oh. Godhead! Gabi und Godhead. Cool. Ja, den Godhead müssen wir sowieso noch finden. Na gut, also, ja. Übermorgen dann die nächste Challenge. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Wo ist die Musik hin? Wieso habe ich keine Musik mehr? Oh nein, wo ist die Musik? Oh. Naja, würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.